TV. Nach dem Spiel gegen den SC Paderborn 2 entstand 3-1, unter anderem ein Tor von Noel Werner. Der hat eine aufregende letzte 5 Minuten gehabt. Erst hast du fast den Ausgleich aufgelegt und eine Minute später hast du das Geschenk zurückbekommen. Wie war die Situation da für dich? Ja, ich glaube, sehr wildes Spiel von mir gewesen. Vielleicht, weil ich auch reinkam, viel defensiv machen musste. Dann waren wir, glaube ich, 2-1 in Führung. Ich will den Ball halten, ich will nicht direkt offensiv denken und da den Ball verlieren. Und dann stecke ich ihn fast bei uns selber rein, den Stürmer an die Füße. Nochmal Glück gehabt, weil alle defensiv gut da waren. Und dann umso besser, endlich ist mein Knoten geplatzt, glaube ich. Hoffe ich mal, dass ich ihn dann mache. Und ich glaube, hat man auch gesehen, wie ich mich gefreut habe, wie Levi sich gefreut hat. So das ganze Team, viel Zuspruch bekommen. Also ich gehe mit einem guten Gefühl raus, wir gewinnen 3-1. Und ich bin einfach froh, dass ich auch mal treffen konnte. Endlich, genau. Die Nerven behalten hast du auch souverän versenkt, das Ding. Davon träumt man, ne? Kurz vor Schluss, so ein entscheidendes Tor vor der Tribüne hier. Ja, geiles Gefühl. Ich glaube, hat man auch in meinem Gesicht gesehen, wie ich erlöst war einfach. Dann habe ich auch frei aufgespielt einfach und wie ich und Levi uns in die Arme fallen. Ich glaube, daran sieht man einfach, wie geil das war. Hat jeder gesehen, ja. Jetzt habt ihr schon 16 Punkte gesammelt nach 11 Spieltagen. Hätten wir alle unterschrieben, ihr wahrscheinlich auch vor der Saison. Wie schätzt du das so ein, das Leistungsvermögen? Also ein guter Mittelfeldplatz dürfte drin sein, so wenn ihr so weiterspielt. Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind noch recht am Anfang der Saison, glaube ich, jetzt fast die Hälfte gespielt von der Hinrunde. Ich glaube, wir sind mehr als zufrieden mit den ganzen Leistungen, haben immer geile Spiele. Es gab kein Spiel, wo wir abgeschossen worden sind oder sowas. Wir sind als Team einfach gut da. Ich glaube, wenn man sich die Defensivleistung anguckt und auch die Tore, die wir kassiert haben, außer gegen Düren, sind wir immer gut dabei gewesen. Und ich glaube, über die Defensivarbeit als Mannschaft kommen wir einfach. Und wo wir stehen, ist, glaube ich, auch ganz zu Recht und verdient auch. Ab und zu ein paar größere Lücken gehabt heute. Paderborn hat so 3-4 richtig gute Chancen gehabt. Haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht gemacht haben. Ich würde sagen, heute hat die Effizienz klar gesiegt, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, am Ende gewinnt der die meisten Tore macht und die wenigsten kassiert. Und so ist es dann passiert. Aber ich glaube, das ist ganz normal gegen eine U23 auch. Starke Spieler, die zocken eigentlich immer einen auf, machen den besten Fußball, glaube ich, hier in der Regionalliga mit. Die U23-Mannschaften und ist halt, man kann halt nicht alles verteidigen und dann, die haben halt auch einfach individuelle Qualität da stehen, aber am Ende gehen wir halt vom Sieg halt. Die Mentalität macht's. Starke Leistung heute. Herzlichen Glückwunsch zum Tor. Dankeschön. Danke, dass du da warst.